Russland hat im Krieg gegen die Ukraine aktuell die Initiative an der Front, auch weil der Ukraine die Munition fehlt. Diese wäre aber für eigene Gegenangriffe und eine kraftvolle Verteidigung notwendig. Der ehemalige US-General Ben Hodges erklärt gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Zitat, das Albtraum-Szenario der Ukraine wird gerade Realität. Weiter sagte der ehemalige Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte in Europa, die USA seien nicht willens, die Produktion von notwendiger Munition signifikant anzuheben. Aber, Zitat, die Ukraine hat fast keine Munition mehr. Unterdessen hat die japanische Außenministerin Yoko Kamikawa bei einem Überraschungsbesuch in Kiew der Ukraine Unterstützung bei der weiteren Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg zugesagt. Japan werde 37 Millionen US-Dollar in einen NATO-Fonds einzahlen, sagte Kamikawa am Sonntag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem Amtskollegen Dmytro Kuleba. Das berichtet unter anderem die Kiew Post.